Und willkommen zurück zu Let's Play Bayonetta 2. Ich habe mich entschlossen, dass wir das Standard Outfit lassen. Aus dem einfachen Grund, es ist natürlich dass wir die Standard Outfit lassen, weil man muss der Story ja das geben, was ihr gebührt, und das ist ein wenig Ernsthaftigkeit. Aber zum privaten Durchspielen würde ich sagen, könnt ihr das gerne mal aktivieren, das macht bestimmt Spaß. So, aber nun starten wir in Kapitel 15 und es nennt sich Die Wahrheit. Starten wir mal rein. Im letzten Part haben wir MechWarrior-Krieg geführt, falls irgendwer es nicht gesehen haben sollte. War awesome, mal Part angucken. Ich sag da nichts mehr zu. Puh! Und da geht der Krieg auch weiter. Zusammen mit Kollegen. Wir wissen immer noch nicht genau, wer genau Kollegin ist. Aber wir sollten ja zum Uhrturm. Das blockt. Oh mein Gott. Alter. So, hier dürfen jetzt zwei Hexen hier alleine gegen einen Haufen Gegner antreten. Das finde ich aber nicht nett. Wo sind denn ganzen Kollegen hin? Auch nicht der schon wieder. Den und deinen Kollegen, die hasse ich doch für die Pest, ey. Die Donner und die Blitzkralle. Also können wir uns erstmal einen hier. Und einmal matschen. Matschen! Sehr gut. Na komm, und... Ich wollte sagen, die Herz wohl nicht so gern, dass ich mir die Krallen von seinem Kollegen schaffe. Hätte er wahrscheinlich sehr gern gehabt. Er hieß Karl. So. Noch einer? Natürlich. Ich dachte, der Part hieß die Wahrheit. Wo ist denn die Wahrheit? Ich sehe keine Wahrheit. Das ist ja noch einer von denen, verdammt. Oh. Und wegrasiert. Jawohl. Ach, verdammt. Und Dauer ausweichen ist eher uncool. Ja, nee, wie sieht doch. Ja, nee. Ich wollte gerade sagen, anvisiere erstmal den, der eh schon angeschlagen ist. Das macht überhaupt keinen Sinn, dann auf ein neues zu gehen. Oh, ich hasse es, wenn er das macht. Na komm, jawohl. So.
Wer ist der Nächste? Ah, natürlich. Oh, wie soll ich das denn vernünftig machen hier? Hilfe! Ich glaube, höchstens hoffe, dass er seinen eigenen Kollegen in den Haut. Dass der seinen eigenen Kollegen. Aua! Haut! Na komm, und jetzt hau hier hinten volle Kanüle drauf, bitte. Danke. Oh, der Gegner ist aber auch extrem langatmig. Wenn man nicht gerade die Waffe seines Kollegen benutzt. Ah. Oder verdammt nochmal Zeit. Bronze. Na gut, muss rein. Was kommt denn? Och nö. Was will der denn? Die geht schon wieder. Verdammt. Au, da jetzt voll drauf. Und auf den fetten Arm. Und auf den anderen fetten Arm. Komm. Ich will jetzt eigentlich mit dem Climax warten, bis... Na gut, was soll's. Da kommt vieles da nicht mehr. Boah. Hau da auf den Fettarm. Tschüss. Naja, Silber, immerhin. Also hier bei den Bossfights am Ende, da ist es echt schwer, da irgendeine gute Wertung rauszukriegen. Oh ne, der Turm! The symbol of the Umbran Way. No! There's no way that this could have been his plan. Wessen Plan? Wie kommt mir das so bekannt vor? Für die verschwende ich jetzt keinen Folterangriff, sorry. So.
Und so. So, ganz lässig mit der Pistole. Platin. So, was kommt jetzt? Aha. Oh Gott. Kampf im Uhrturm. Uhrenturm. Ey, Moment mal. Oh, so sorry, love. Kind of miss a bit there. Little one. Here to guide you as always. Someone sent you back 500 years, it seems. Aha. I see you've already discovered the truth. They don't call you the left eye, but not, do they? Who are you? Never mind that. Something more important to talk about, my dear. The witch and the sage are still alive. Trifling creatures, both of them. I must be rid of them as soon as possible. I want what they have. I want back what is mine. The eyes of the world. What? The other may escape to the future, and I can't let him have them. Which is why I must see you eliminated, my dear. Lopte. Boah, Alter. Wow. Sekunde mal. Da muss ich erstmal interferieren und gucken, dass ich hier mein Leben wieder auf Kette kriege. Wo mir gleich auch einfällt, wir haben doch... Wo lädt das hier lange? So einen benutzen wir mal. Den nicht. Uah, Alter. Alter, was ist das denn für ein Typ? Wer ist dieser Kerl? Ich will das wissen. Jedenfalls peitschen wir ihn ganz schön aus. Was denn jetzt noch? Ernsthaft? Was? Wow. Genau, schleudere das Ding zurück. Wie gesagt, ich frag bei diesem Spiel nicht mehr. Ich bin bei dem Level des Fragenstellens hinaus. Also ich bin über den Punkt hinaus, wo man noch Fragen stellen und Antworten erwarten kann. Der mit seinen komischen Händen, das muss doch Gott sein, oder nicht? Oder zumindest irgendeine Vorstellung davon. Wenn er meint, er will das zurück. Oder der Herrscher des Chaos? Macht das Sinn? Ach, Alter. Hör auf, mit Dingen nach mir zu schmeißen. Was ich hasse ist,
Wir haben dem vorherhin voll aufs Maul gegeben, ne? Und er hat keinen Kratzer. Wir zwar auch nicht, aber... Ach ne, was willst du denn jetzt? If I got it right, then this gate should lead to... Zur Hölle. Oder? Kid. Na toll. Pull yourself together. What happened? Luca, was it? You know the way to Fimbulventa, right? Please, take me there. I remember. I remember everything. I have to hurry. Are you nuts, kid? We need to get you patched up. There's no time. Please take me to Fimbulventa or the world will end. He and yes. I, we are good and evil. Evil cannot be all that is left. What? Keep us safe with this. It's my trump card. Please. Just take me there. Girls passing out in front of me I'm used to. But this... This is unbelievable. Well, I guess it beats addicting toddlers to lollipops. Ach, uns gibt's doch noch. Jetzt sind wir wieder in Vigrid. In der Umbra-Stadt, in der nicht mehr viel übrig geblieben ist. Ah ne, Täler des Halbmondes und des Sonnenaufgangs. Verdammt. Okay. Dann. Ich gucke nur gerade, ob hier irgendwas zu holen ist. Offenbar nicht. Wir machen uns auf den Weg. Wow. Ne, eine normale Platin-Medaille. Ach, hier waren wir doch schon mal. Ach ne, warum denn die schon wieder, ey? Na komm, erstmal hier den roten. Der hat seine komischen Krallen. So. Bevor wir da reingehen. Wird erstmal noch Zeug eingesammelt. Und da oben nachgeguckt. Beim letzten Teil war da oben auch noch was. Und hier ist. Erstmal noch was zum Campen. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Immer diese Höllenhunde oder Himmelshunde. Auf die Scharnauze. Dass sie mal gleich bissig werden hier. Na komm! Hau drauf! Nein! So, fuck! Hau drauf, hau drauf, hau drauf! Und! Bam! Wurde mal Zeit hier! Verzeihung, ich hatte gerade die Illusion, dass irgendwann der Tür knopft. Kennt ihr das? Boah, das war ja ganz
ganz schlecht. Ich wüsste gerne, müssen wir jetzt da lang oder müssen wir da runter? Ist da oben auch noch was drauf? Haben wir das gerade richtig gesehen? Aha. Wer soll denn darauf kommen? Was ist das denn? Rotglühender Schuss. Eine wundersame Dämonenmedizin, die eine Hexe vor der Sterblichkeit bewahrt. Wird automatisch eingesetzt, wenn die Lebenskraft leer ist. Ah. Ein Wiederbelebungsdings da. Gut. Ich nehme an, wir müssen dort lang. Dann gehen wir erstmal weiter hier oben. Und gucken, was sich dort finden lässt. Hier waren wir schon. Wahrscheinlich nur wieder Muspelheim, oder? Oder ach nee, eine Umbra-Truhe. Und Muspelheim. Gut, was haben wir denn hier? Ja, ja, ja. Was? Wie soll ich denn... In einer halben Minute. Ihr habt Vorstellungen, ey, wie soll ich denn da hochkommen? Kann ich das Event nochmal neu starten? Natürlich nicht. Kann ich da... Nee. Ich glaube, Freunde, das wird nichts. Wir versuchen es jetzt nochmal, ansonsten machen wir mal Partende. Und gucken mal, wie wir überhaupt die Wahrheit herausfinden. Immer festgebackt. Ja. Ach so. Okay. Hab das Prinzip verstanden. Wenn ich nicht nur immer hier dabei drauf gehen würde. Gut. Dann fangen wir das gleich nochmal an. So. Okay. Ein Versuch noch. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich hoffe, von hier aus am besten... Okay, gucken wir im nächsten Part nochmal nach. Ich laufe da schon mal hin. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.